Hallo zusammen, es ist schon wieder soweit. Wir haben Videomittwoch und heute geht es mal um ein ganz spannendes Thema und ein tolles Thema. Und zwar geht es darum, um eine, ja, ich sag mal so eine kleine Volkskrankheit, die viele haben, Kopfschmerzen. Ja, und was kann ich bei Kopfschmerzen mit ätherischen Ölen? Also wo können ätherische Öle bei Kopfschmerzen unterstützen und helfen? Also, Kopfschmerzen beseitigen durch ätherische Öle. Oder was können Sie tun? Und da möchte ich heute mal so ein bisschen. Also zum einen sind diese ätherischen Öle ja unsere absoluten Helfer, die uns ganz toll im Alltag, im Leben, beim Körper, in allen Dingen unterstützen können. Und für dich, wie sieht es aus? Warum hast du Kopfschmerzen? Was ist das Thema? Mein Lieblingsthema ist ja auch immer die Selbstliebe. Und da geht es da darum, wie gehst du mit deinem Körper um? Hörst du auf deinen Körper? Tust du deinem Körper gut? Was ist der Grund, weswegen wir Kopfschmerzen bekommen? Also bei mir ist es oft so, wenn ich einfach zu wenig trinke, wenn ich mal unachtsam bin und nicht darauf achte, dass mein Körper genug Wasser bekommt. Und es gibt ja unterschiedliche Kopfschmerzen und folgedessen können uns auch unterschiedliche Öle unterstützen. Und der erste Kopfschmerz ist, wenn ich hier vorne so Kopfdruck habe oder an den Schläfen, ja, dann welches Öl kann mir dabei helfen? Und mir hilft dabei immer ganz wunderbar die Pfefferminz. Pfefferminz hat ja ganz viele tolle Eigenschaften, ist auch konzentrationsfördernd. Und wirklich die Pfefferminze auf die Schläfen auftragen, einen Tropfen und dann wird es bei mir meistens besser. Was ich vorher immer noch mache, ist dann tendenziell, wenn ich mal Kopfschmerzen habe, dass ich dann erstmal 1 bis 2 Gläser Wasser trinke. Bei der Pfefferminze, wenn ich die anwende, ist wichtig, also wirklich hinten hier ziemlich am Haaransatz das einzureihen, wenn es zu weit am Auge ist. Pfefferminz ist ein sehr klärendes, sehr starkes Öl. Dann kann es eben passieren, dass es in die Augen zieht, dass es ein bisschen brennt und dass die Augen tränen. Das wollen wir natürlich nicht. Also, und ein Tropfen reicht. Ein Tropfen wirklich in die Finger verreiben und dann am Haaransatz auf die Schläfen, wirkt Wunder. So, was gibt es noch für Kopfschmerzen? Es gibt Kopfschmerzen, da tun einem die Augen so weh, dass einfach die Augenschmerzen, wenn man so einen Augendruck hat, so einen Augenschmerz hat, dabei hilft uns Weihrauch. Weihrauch habe ich ja letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen. Weihrauch ist ein ganz, ganz tolles Öl, was uns dabei hilft. Und Weihrauch trage ich dann auch auf den Schläfen auf, tendenziell bei Kopfschmerzen. Ist es gut, das auf den Schläfen aufzutragen. Wer es jetzt gar nicht mag vom Geruch, das geht natürlich auch im Nacken. Dann gibt es einen Kopfschmerz. Ja, für mich fühlt er sich schon sehr migräneähnlich an, wenn jetzt wirklich alles bumpert und pocht, ein ganzer Stirnbereich. Dann, und ich würde, also für mich ist es auch ein Migränemittel, aber da muss jeder eben gucken, wie ist seine Migräne, wie empfindet er das. Da hat doTERRA eine ganz tolle Mischung, Past Tense heißt die. Und Past Tense mit einem Roller, wobei Pfefferminze und Weihrauch und die Öle gibt es alle so als Roller. Ich benutze bei Migräne wirklich Past Tense und der wird dann hinten in den Nacken aufgerieben. Und weil Kopfschmerzen können ja auch wieder, ja, natürlich nicht nur trinken, Migräne, Wetter und es gibt ja ganz, ganz viele Ursachen, weshalb wir Kopfschmerzen bekommen. Und wie gesagt, also Past Tense hilft wirklich super. Bei uns war es so, dass wir Neujahr, wir waren ja ziemlich aus dem Schlafrhythmus raus durch das Silvesterfeiern und waren erst früh morgens im Bett und dann war es echt ein verkehrter Schlafrhythmus und ich bin wirklich morgens aufgestanden und hatte Kopfschmerzen, obwohl ich keinen Alkohol getrunken hat. Also ich hatte keine Kater. Ich habe sehr viel Wasser und sehr viel Saftschorle getrunken. Und mir hat die Pfefferminze geholfen und mein Mann, der hatte wirklich stärkere Kopfschmerzen, habe ich das erst mit der Pfefferminze versucht und das hat bei ihm
gar nicht so wirklich, also es ist etwas besser geworden, aber nicht wirklich, dass er kopfschmerzfrei war. Und dann habe ich ein paar Stents bei ihm in den Nacken gemacht und dann war auch wirklich, war okay. Dann wurde es besser und dann war er wieder kopfschmerzfrei. Ja, und das letzte Öl, das ist, wenn jetzt wirklich im ganzen Kopf wirklich eine starke Migräne ist, dann haben wir Deep Blue. Deep Blue gibt es ja eben auch als Roller, Deep Blue gibt es auch als Creme und Deep Blue gibt es als Öl. Und Deep Blue ist ein sehr muskelentspannendes Öl. Und das reibe ich dann auch in den Nacken auf. Und weil ich kann es dann auch in die Schläfen nochmal aufreiben. Wichtig ist wirklich, wohl dosiert, nicht zu viel. Und dann einfach mal in den Körper reingehen. Was ist der Grund? Wirklich, mir hilft dann auch immer eine Meditation zu machen. Was möchte der Körper jetzt sagen? Weil jeden Schmerz, den wir empfinden, ist ja ein Hilfeschrei des Körpers. Der Körper macht ja auf sich aufmerksam. Also da dürfen wir nochmal reinschauen. Was ist der Grund? Weshalb? Neuer war es bei mir mit Sicherheit, weil ich einen anderen Schlafrhythmus hatte. Aber was ist tendenziell? Ist es zu wenig getrunken? Bin ich zu sehr verspannt? Habe ich zu sehr am Computer gesessen? Habe ich die Augen zu sehr angespannt? Was ist der Grund? Da reinzugehen und da dann dem Körper gut zu tun, ihn zu unterstützen mit den tollen ätherischen Ölen, aber auch wirklich in die Achtsamkeit gehen und wirklich mal auf seinen Körper hören. Und das, auf den Körper hören, den Körper wahrzunehmen, das ist auch ein Schritt zur Selbstliebe. In diesem Sinne, letzte Woche war es ein sehr langes Video, heute machen wir ein bisschen kürzer. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar tolle Tipps geben, was Kopfschmerzen betrifft. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Nächste Woche zum Videomittwoch. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bleib gesund. Bis nächste Woche. Deine Sandra. Dankeschön.